Witwenrente, Einkommensanrechnung in 3 Schritten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe am 29.11.2023 dieses Video auf YouTube veröffentlicht. Und zwar Zahlung Witwenrente gestoppt, Zahlung von 106.000 Witwenrenten ruhen wegen Anrechnung Einkommens. Auf dieses Video haben 1,1 Millionen User sie besucht, haben sich das angeschaut, haben ganz, ganz viele Kommentare geschrieben, unter anderem auch die Bitte, ob ich denn nicht nochmal eine Einkommensanrechnung irgendwie an Beispielen mal erklären könnte per Video. Ja, und das nehme ich mir natürlich gerne an und möchte einfach jetzt mal in einem ersten Video ein paar allgemeine Hinweise, ein paar allgemeine Tipps zum Thema Einkommensanrechnung an eine Witwenrente geben. Und zwar sozusagen eine erste Übersicht, wie das denn sich tatsächlich rechtlich abgestalten sollte oder abgestalten wird. Also meine Damen und Herren, gucken wir hier mal rein. Die Witwenrente, da ist oben ein Sternchen, 3 Schritte der Einkommensanrechnung. Das, was ich hier sage, gilt auch für die Witwerrente, das ist also das männliche Pendant der Witwenrente, aber nicht für Waisenrenten, denn bei Waisenrenten gibt es, das wissen wir, schon seit längerer Zeit keine Einkommensanrechnung mehr. Das ist was Positives für die Vollwaisen oder Halbwaisen. Und 3 Schritte der Einkommensanrechnung, warum 3 Schritte? Ja, viele sagen ja, ich habe eine Witwen- oder Witwerrente und habe dann noch 3.000 Euro monatlich Mieteinnahmen. Ja? Und wenn Sie so etwas hören wie Mieteinnahmen, dann muss bei Ihnen sofort der Alarmklopf klingeln und da kann man nicht also gleich losgehen und sagen, jetzt machen wir mal eine Einkommensanrechnung. Nein, als allererstes, meine Damen und Herren, wird im ersten Schritt immer geprüft, und so macht es die Rentenversicherung auch, ob das Einkommen überhaupt an die Witwenrente anrechenbar ist. Ist das überhaupt anrechenbares Einkommen? Und da geht es um die Frage der Anwendung von Altrecht im § 114 SGB IV oder von, ich sage jetzt mal, neuem Recht im § 18a SGB IV. Und wenn Altrecht Anwendung findet im § 114 SGB IV, das zeige ich Ihnen auch nochmal, wie der aussieht, meine Damen und Herren. Da gehen wir einfach mal hier rein. Das machen wir doch mal ganz locker und leicht. SGB IV. So, dann schauen wir uns das mal an. Und zwar haben wir hier den Paragraphen 114. Ah, dass Sie das mal gesehen haben, das machen wir jetzt total live. Und dieser Paragraph 114 sagt Folgendes. Wenn der versicherte Ehegatte vor dem 1. Januar 2002 verstorben ist oder die Ehe vor diesem Tag geschlossen wurde und mindestens ein Ehegatte vor dem 2. Januar 1962 geboren sind, sind bei Renten wegen Todes nur, also das Wort nur steht nicht da, aber als Einkommen zu berücksichtigen, das Erwerbseinkommen und zweitens Erwerbsersatzeinkommen. Mehr nicht. Wenn diese Regelung nicht gilt, das heißt also neues Recht gilt nach § 18a SGB 6, dann haben wir es mit einer völlig anderen Rechtslage zu tun, nämlich, zeige ich Ihnen hier, dann werden nämlich als Einkommen berücksichtigt Erwerbseinkommen, Erwerbsersatzeinkommen, Vermögenseinkommen, Elterngeld und Aufstockungsbeträge und Zuschläge nach § 3 Nummer 28 des Einkommensteuergesetzes. Dann werden natürlich bestimmte Sachen auch wieder nicht berücksichtigt, aber das ist eher so ein bisschen Kleinkram, würde ich sagen. Das Kernproblem bei dem § 18a ist hier das Vermögenseinkommen. Das Vermögenseinkommen wird bei § 114 SGB IV nicht berücksichtigt. Das macht ja die Masse der entsprechenden Einkünfte auch mit aus. Gehen wir also hier nochmal rein. Wenn Anwendung Altrecht § 114 SGB IV zur Anwendung kommt, dann werden nach dieser Vorschrift nur Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen angerechnet. Keine Vermögenseinkommen nach § 18a SGB IV. In meinem Beispiel, Sie haben es schon gehört, 3.000 Euro monatlich Mieteinkünfte, ist das schon ein gewaltiger Unterschied, ob diese 3.000 Euro Mieteinkünfte monatlich
anrechenbar sind oder nicht. Und das Gleiche eben auch mit Kapitaleinkünften. Wenn Sie zum Beispiel Einkünfte aus Vermögenseinkünfte haben, zum Beispiel aus einer Beteiligung an einer GmbH, oder aber Sie bekommen zum Beispiel eine Betriebsrente ausgezahlt und alles solche Dinge. Das ist dann in der Anwendung nach § 114 Altrecht kein anrechenbares Vermögen. Und so sehen dann auch die entsprechenden Fragebögen aus, die man ausfüllen muss. Da wird nämlich auf dieses Problem auch hingewiesen. Also das heißt, wenn bei Ihnen Altrecht Anwendung findet, wird nur Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen angerechnet, keine Vermögenseinkommen. Im zweiten Schritt, wenn Einkommen anrechenbar ist, wird dieses Einkommen pauschal auf das Netto, dazu gibt es auch entsprechende Vorschriften, dann bereinigt. Wenn diese Bereinigung stattgefunden hat, gibt es eine Anrechnung nach zu 40% des pauschal bereinigten Einkommens nach Abzug des jeweils geltenden Freibetrags. Der Freibetrag beträgt in Ost und West aktuell seit dem 1.7.2023 das 26,4-fache des Rentenwertes 37,60 €. Meine Damen und Herren, so ungefähr läuft erstmal rein schematisch eine Einkommensanrechnung ab. Das heißt, wir prüfen als allererstes, ist überhaupt Einkommen an eine Witwenrente anrechenbar? Wenn ja, Bereinigung dieses Einkommens auf das Netto und danach Anrechnung 40% auf die Witwenrente nach Abzug Freibetrag. Ja? Und genau hier an diesen beiden Punkten, Einkommen anrechenbar und Anrechnung 40%, werde ich dann das nächste Video drehen und Ihnen dann mal anhand eines Beispiels klar machen, wie dann tatsächlich die Einkommensanrechnung richtig in der Mathematik nach dem § 97 SGB VI und den Vorschriften nach dem SGB IV tatsächlich aussieht. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.